Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von unserer neuen Sendung Volksinteraktiv hier auf VolksTV. Mein Name ist Heimo Platzner und ich darf Sie im Namen vom gesamten Team recht herzlich begrüßen. Wir haben für Sie natürlich heute wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Welche das sind, das erfahren Sie aber in Kürze. Wenn Sie heute zum ersten Mal mit dabei sind und Sie möchten sich über unseren Sender informieren, dann können Sie das auch natürlich gerne tun auf unserer Homepage unter www.volks.tv oder auf Facebook unter www.facebook.com/volkstv. Jetzt gibt es aber für den ersten Teil Musik, nämlich Musik für die Freunde der echten Oberkrainer Musik aus Slowenien, die Alpenoberkrainer mit der Zickzack-Polka und Jona Nett von unserem Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier, Sweet Little Rillen. Ich wünsche im Namen des gesamten Teams gute Unterhaltung. Ja, und wie schon zuvor erwähnt, wir haben heute natürlich das ein oder andere für Sie wieder vorbereitet. Ich habe heute nämlich wieder einen Studiogast, den darf ich in Kürze bei mir begrüßen, Mario K. aus dem schönen Zillertal. Er wird auch dann später mit seiner steirischen Harmonika vorbeischauen. Auch sein neues Album werden wir quasi mehr oder weniger präsentieren und auch ein Video wird in Kürze von ihm fertig werden. Das gibt es aber in Kürze. Vorerst gibt es wieder Musik von den Grafen mit dem Titel Geh nicht fort und anschließend die junge Paldauer mit dem Titel A Bass, A Gitarre und A Ziehharmonika. Und jetzt gibt es zuvor noch die Werbung und wenn Sie sich ein T-Shirt von unserem Sender VolksTV kaufen wollen, dann erfahren Sie das in der Werbung, wie es geht. Viel Spaß! Es ist wieder so ein Abend, den man am Morgen schon verflucht. Seit Stunden diskutieren wir, ich weiß gar nicht mehr warum. Dann stehst du auf und gehst zur Türe und sagst mir, dass du einsam bist, dass du das hier nicht mehr aushältst und mich heute Nacht verlässt. Und wir sind wieder zurück und ich darf jetzt auch schon meinen heutigen Studiogast für den heutigen Nachmittag begrüßen. Er ist heute extra aus dem Zillertal hier zu uns nach Klagenfurt ins VolksTV-Studio gereist, nämlich Mario K. Und ich wünsche dir einen schönen guten Nachmittag. Schön, dass du es zu uns geschafft hast. Wir sprechen jetzt gleich ein bisschen für all jene darüber, die dich noch nicht kennen. Wer ist denn Mario überhaupt? Was macht er? Von woher kommt er? Und so weiter. Ja, der Mario K., also Zillertal, das bin ich, wie wir es natürlich schon gesagt haben. Ja. Erfolgsmusiker, natürlich auch mit schöner Schlagermusik verbunden und das ist einfach ein bisschen auf dem volkstümlichen Schmäh. Ja. Das ist meine Musik, die ich über 200 Mal im Jahr vertrete. Du hast auch heute bei uns ein Video gedreht, deswegen haben wir das gleich mit einem Interview für die heutige Sendung Volksinteraktiv verbunden. Welchen Titel hast du denn heute aufgenommen und wie heißt denn der Titel und um was geht es denn in diesem Lied? Ja, im wunderschönen Slowenien haben wir diesen Titel verfilmt mit dem VolksTV-Team. Das war natürlich eine riesengroße Gaudi für mich. Das ist das erste Mal, also ein großes Musikvideo zu produzieren. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Mhm. Der Titel ist von meiner nägelnagelneuen CD Auf geht's bohrisch bis gordisch. Okay,
Wir haben ja auch deutsche Gäste und vor allem Gäste in Holland, die uns heute zusehen. Borisch weiß man ja noch, das ist eine Art von Musik, die auf der steirischen Harmonika gerne gespielt wird. Genau. Aber Gorisch, was bedeutet denn das? Ja, wie du gesagt hast, ein Borischer, so wie es die Polka gibt oder den Walzer. Und das Gorisch, das heißt einfach bei uns im Dialekt fertig ist. Also auf geht's Borisch, jetzt fangen wir an, bis Gorisch und ist fertig. Okay. In dieser Zeit geht's auf Borisch. Dann hätten wir diese Frage auch geklärt. Also ich glaube, die Leute wissen jetzt im Großen und Ganzen einmal, wer du bist, woher du kommst, welche Musik du machst. Jetzt möchte ich aber noch eines wissen, was ich auch immer meine Interpreten frage. Was war denn der Grund, dass du zu musizieren begonnen hast, beziehungsweise wie bist denn du eigentlich zur Musik gekommen? Ja, das liegt jetzt schon einige Jahre zurück. Also zur Musik bin ich eigentlich selber gekommen. Also mir hat eine steirische Harmonika schon immer sehr viel fasziniert. Und damals war mein Opa, 1992 bin ich geboren, und mit 4 Jahren hat er mir da die ersten Griffe gezeigt auf der steirischen Harmonika. Und so bin ich dann immer weiter zur steirischen Harmonika gegangen. Und das war mein erster Schritt, wie man natürlich jetzt auf dem Bild sehen kann, zur Musik. Auch schon von klein auf die steirische Harmonika gespielt? Ja, nur. Als kleiner Bub noch die Dreireige, die war schon fast ein bisschen zu groß, wie man sehen kann, aber ich glaube, du hast dich gut entwickelt. Ja, hatte auch so. Sehr gut. Also, liebe Zuseher, wir wissen jetzt, um wen es sich dabei handelt, nämlich Mario K. aus dem schönen Zillertal. Wir werden in Kürze das Gespräch natürlich weiterführen. Jetzt gibt es natürlich wieder Musik vom Allerfeinsten und wir haben für Sie das Karinther-Sextett und die Unterkärntner für Sie vorbereitet. Wir wünschen gute Unterhaltung. Wir sind wieder zurück im Studio mit meinem heutigen Gast, nämlich Mario K. aus dem schönen Zillertal. Er hat ja bereits erwähnt, wie er zur Musik gekommen ist. Er spielt die steirische Harmonika und jetzt wollen wir ihn einmal fragen, ob das Ganze eher mehr so ein Hobby ist oder ob er das eigentlich aus seinem Beruf auch so ausübt. Und jetzt stellen wir gleich einmal die Frage, ist das denn Beruf oder eigentlich nur ein Hobby? Ja, ich habe eigentlich das Hobby zum Beruf gemacht und ich konnte mir momentan eigentlich nichts Schöneres wünschen, als wie 200 bis öfteres Mal im Jahr unterwegs zu sein. Ist es nicht anstrengend, so von Land zu Land, von Ort zu Ort, von Gasthaus zu Gasthaus zu ziehen mit der Zeit? Ja, es ist auch, jeder Beruf hat irgendwie seine neblichen Sachen und als Musiker kommt man natürlich sehr viel umherum, also 70.000 Kilometer im Jahr legt man also zurück und ich mache es gern, ich lebe für die Musik und werde es auch in den nächsten Jahren so tun. Wo bist du denn hauptsächlich unterwegs? Du bist ja aus dem schönen Tirolerland, genauer gesagt aus dem Zillertal. Und wie wir ja vom Zillertal eigentlich bekannterweise wissen, gibt es ja quasi in jedem Haus oder in jedem Ort schon eine oder mehrere Musikgruppen. Das kann man ganz laut sagen, ja. Ja. Ich bin aus dem schönen Zillertal und unterwegs bin irgendwie überall, also im wunderschönen Deutschland. Dann geht es weiter nach Holland, dessen Öfteren, auch in schöne Belgien, in schöne Frankreich, in die schöne Schweiz. Und natürlich ist Zillertal, das darf natürlich auch nicht fehlen. Wenn du jetzt sagst, du bist in der Schweiz, in Frankreich und in Belgien, hast du dann deine Moderationen auf Tirolerisch oder hast du da ein Kärtchen, wo dann die andere Sprache am Notenständer quasi steht? Nein, ich rede wirklich so, wie ich bin und so, wie mir der Mund gewachsen ist, so sagen wir. Und da braucht man es eigentlich nicht verstellen, weil die Musik spielen wir dann auch nicht irgendwie auf Schweizerisch und wir spielen unsere Zillertaler Musik und die Moderationen werden natürlich auch ganz normal gesprochen. Nachdem du ja so viel unterwegs bist, gibt es ja sicher die eine oder andere Sache, die noch zu erwähnen sei, das wäre auch meine nächste Frage. Was waren denn so die Besonderheiten im heurigen Jahr 2014 für dich musikalisch gesehen jetzt? Ja, musikalisch gesehen hat sich in diesem Jahr sehr viel getan, muss ich sagen. Also ich habe meine erste Solo-CD auf den Markt gebracht am 10. Mai im wunderschönen Zillertal am Fügenberg, wo natürlich nächstes Jahr auch wieder eine CD-Präsentation stattfinden wird.
Und letztes Monat war ich auch im wunderschönen Bremen, also im ganzen obersten Deutschland, eine Woche lang auf dem Oktoberfest. Auf die CD kommen wir in Kürze noch zum Sprechen, denn es gibt ja nächstes Jahr auch etwas Neues, aber zu viel wollen wir jetzt noch nicht verraten. Du hast ja gerade gesagt, du warst im Tonstudio. Für all jene, die sich jetzt im Musikgeschäft noch nicht so auskennen, wie läuft denn so ein Tag im Tonstudio ab? Ist das so, man geht hin, singt einmal das Lied, spielt einmal das Lied und dann ist die CD im Kasten oder steckt da schon mehr Arbeit dahinter? Es steckt riesig viel Arbeit dahinter. Also großteils von meinen Liedern schreibe ich ja selbst. Also deswegen machen wir es eigentlich ein bisschen einfacher. Ja. Ich habe nebenbei, wo ich die Lieder selber schreibe, auch ganz perfekte Komponisten aus dem wunderschönen Deutschland, die ich natürlich heute recht herzlich grüßen darf. Die schauen uns sicher zu. Im Studio ist natürlich immer sehr viel Arbeit und wird natürlich immer nach neuen, besseren Sachen gesucht. So soll es auch sein. Genau. Das war der zweite Teil unseres Interviews. In Kürze geht es weiter mit Mario aus dem schönen Zillertal. Und jetzt gibt es wieder Musik vom Allerfeinsten, nämlich vom Trio Musischwung und Matthias Rein. Gute Unterhaltung. Gefragt hast, bist du ein Leben lang, jeden Tag bei mir sein. Damals hab ich nicht verstanden, ich war noch jung und wollte in die Ferne noch weiterziehen. Zeit verriet. Ja, und ich habe jetzt hier die CD von meinem heutigen Gast, nämlich der Mario aus dem schönen Zillertal. Und Sie können die CD auch sehen mit dem Titel, also der Titel des Albums, Dafür schlägt mein Herz. Es gibt aber auch Neuigkeiten für das Jahr 2015 und welche das sind, das wird uns jetzt der Mario sagen. Ganz genau, also in einem Profigeschäft muss man natürlich immer auf Zack sein, ne? Und im nächsten Jahr wieder was Neues machen. Mhm. Und da darin natürlich alle schon Rainer recht herzlich einladen. Zu meiner zweiten CD-Präsentation im schönen Zillertal. Es ist der 25. April. Da wird die neue CD auf den Handel kommen. Und wie ich dir schon versprochen habe, ich verspreche noch nichts, aber wenn wir natürlich Zeit haben, schauen wir natürlich gerne mit unserem Kamerateam vorbei, um für unsere Zuseher zu Hause vor dem Fernseher. Das war natürlich eine Riesengaudi. Ein paar Impressionen einzufangen. Genau. Dich gibt es aber nicht nur solo, quasi, nicht falsch verstehen, sondern du spielst auch im Duo und als Trio quasi für größere Veranstaltungen, nehme ich an. Ganz genau. Also ab dem nächsten Jahre, ab ganz genau April 2015, gibt es Mario K. in der Duo-Besetzung und natürlich auch in der Trio-Besetzung. Da kann der Veranstalter wählen, heute habe ich was Kleines, dann nehme ich ein Solo und heute habe ich ein bisschen was Größeres, dann nehme ich das Duo oder das Trio. Mit dir kann man nicht nur auf der Bühne eine Freude haben und eine Gaude haben, wie man ja im Zillertal so schön sagt, und an Juchitzer, so sagt man, glaube ich, im schönen Zillertal. Nein, mit dir kann man demnächst auch auf Urlaub fahren, nämlich mit einer Kreuzfahrt. Ganz genau. Also im November, das genaue Datum weiß ich jetzt nicht, aber man findet jetzt natürlich alles auf meiner Homepage. Mhm. Da geht man mal eine Woche auf Mittelmeerkreuzfahrt und es wird natürlich eine Riesengaude mit viel, viel, viel Musik aus nahen Fällen. Du hast es schon kurz angesprochen, das wäre meine nächste Frage gewesen. Für all jene, die jetzt heiß auf deine Musik quasi geworden sind oder auch fürs neue Album, das ja die Premiere nächstes Jahr hat, wo kann man dich denn finden, wie kann man dich kontaktieren, wie oder wo kann man dich buchen? Ja, in der heutigen Zeit einfach ins Internet schauen unter www.mario-k.com. Oder unter Facebook Mario K. oder unter meinem vollen Namen Mario Karnasnik. Sehr gut, da gibt es dann auch die CDs zum Kaufen und Buchen. Alles da drin, was man auch braucht. Und wie gesagt, die Homepage www.mario-k.com. Wenn Sie sich informieren möchten, natürlich gerne, oder sonst können Sie natürlich gerne an unsere Redaktion wenden auf Volks.tv unter www.volks.tv. Wir sind noch nicht ganz fertig. Eine kleine Überraschung haben wir für Sie ja vorbereitet. Ich sage nur, so viel, die Sterische steht ja nicht hier umsonst auf dem Tisch. Wir sehen uns in Kürze, bleiben Sie dran, es wird sicher lustig.
Und wir sind quasi gerüstet aus der Werbepause wieder zurück. Wir haben die steirische Harmonika, wie versprochen, nicht umsonst mit ins Studio genommen. Auch ich habe heute wieder die Ehre, für Sie zu Hause vor den Bildschirmen zu musizieren, nämlich mit meinem Kollegen und unserem heutigen Studiogast Mario aus dem schönen Zillertal. Und so quasi als Verabschiedung für den Mario gibt es jetzt eine Musik von wo? Aus dem schönen Zillertal, nämlich den altbekannten Zillertaler Hochzeitsmarsch. Und wir wünschen natürlich gute Unterhaltung. Gehen wir's an. Gehen wir's an. Ja. Ich sage Dankeschön, Mario. Schön, dass du heute da warst. Vielleicht gibt es ja in Zukunft auf der Bühne einmal ein Stück. Wenn ich irgendwo in der Nähe bin, werde ich natürlich gerne vorbeischauen. Und für all jene, für die es gefallen hat, unter www.mario-k.com, wenn Sie sich informieren möchten. Wir hören in Kürze noch was von Mario, denn in 1 bis 2 Wochen wird auch das Video von VolksTV für die Volksbox fertig geschnitten sein. Und dann gibt es wieder allerfeinste Musik aus dem schönen Tirolerland. Ich bedanke mich fürs Erste und in Kürze geht's weiter.